Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Vielleicht ist euch etwas aufgefallen, vielleicht auch weniger, keine Ahnung. Ich lade ziemlich wenig Fortnite momentan hoch, weil mir das Spiel momentan nicht mehr so Bock macht. Also, es ist nicht mehr so wie früher, wie es war, einfach zusammen zocken, vielleicht was Geiles, ein paar Wins holen und einfach so zusammen zocken mit Kollegen. Es gab Szenen, so wie die hier. Oder wie diese hier. Oder sogar wie diese hier. Denn diese Szenen gibt es halt leider nicht mehr. Mit der Doppelpump, schön die Leute wegrapen. Das gibt es heute nicht mehr heutzutage in dem Fortnite. Heute ist es halt einfach nur noch MP, 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 MP. Und die Pumpkins werden dauernd schlechter. Früher war es natürlich so. Ich will jetzt halt nicht zu viel haten oder auch nicht zu viel gegen Fortnite sagen, weil ich es auch sehr, sehr lange gespielt habe. Bis eigentlich jetzt, bis ich eigentlich langsam finde, so langsam machen die wirklich ein paar Fehler, wo ich jetzt meiner Meinung natürlich, wo ich sagen muss, ja, könnte man anders machen. Zum Beispiel eben mit der Pumpkin, wie die Clips hier vorhin gesehen habt. Das gibt es nicht mehr. Die Pumpguns haben früher konstanten Damage gemacht, nicht so wie heute ein 14er Damage oder ein 6er Hit oder mal ein 7er Hit. Aus Luck oder Lucky Shot, irgendwie keine Ahnung, kann man vielleicht mal einen 120er Headshot machen, aber das bei 100 Headshots, weil du sonst vorhin immer 14er Headshots oder so gemacht hast, was mir auch relativ oft passiert. Und das ist so, finde ich, meiner Meinung nach richtig schade, denn ich finde, Fortnite ist ein gutes Game, macht eigentlich Bock, Laune macht es auch, nur es gibt da ein paar Sachen, die ich eben nicht so nice finde. Wie gesagt, die Pumpguns, erstens. Zweitens, die ARs und MPs. Bei den ARs finde ich halt wirklich schade, dass sie so wenig Damage machen ab einer gewissen Länge. Hätte man vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen länger machen können. Denn ich finde eigentlich, es ist so, klar, um das Spiel realistischer zu machen, klar, man kann keinen Gegner töten. Indem dass man 1000 Meter von dem entfernt ist und man gibt ihm halt immer noch, der Schuss bleibt nicht gleich. Der Schuss verliert irgendwann mal auch an Geschwindigkeit. Und das finde ich ja auch gut, wenn man das macht. Aber man hätte die Reichweite vielleicht schon ein bisschen mehr machen können. Man hätte den Bloom vielleicht auch ein bisschen verringern können, denn dieses Glücksprinzip, dieses glückliche 1 gegen 1 Situation. Also man ist halt im Haus und man bekämpft sich und ich habe jetzt eine Pumpgun und eine grüne AR, sagen wir mal so, grüne M4 und der Gegner hat eine taktische, eine grüne und eine MP. Was er natürlich machen kann, klar, jetzt kommt es natürlich wieder darauf an, was er mir für einen Hit gibt. Ich kann ihm einen 6er Hit geben als erster Hit und ich hätte ihn als erstes an, also erster Hit macht ja alles klar, ne? Aber dann kann er kommen und kann mir Lucky vielleicht einen 50er Hit drücken. Auf den Fuß. Dann kann er die Waffe, kann er die AR rausnehmen. Oder was auch immer ich gerade vorher gesagt habe. Und kann damit sprayen. Und da kommen wir eigentlich schon zum nächsten Punkt. MPs. Die MPs sind meiner Meinung nach ein Fehler. Klar, da. Die geschaltete MP war die geilste MP meiner Meinung nach, die war die genaueste und war einer der besten, die noch Bock gemacht hat zu spielen. Jetzt hat man eine P90 und eine Nachmache von der geschalldämpften, die ich einfach nur zum Kotzen finde, ganz ehrlich, tut mir echt leid.
Und dann kommen wir wieder zur P90. Die P90 ist tatsächlich eine Waffe, wo ich ehrlich sagen muss. Man sprayt mit der einfach rum und irgendwann macht man so ein Kling und man weiß genau, du hast einen Headshot getroffen, wo es eigentlich ein Headshot ist. Ja. Mickey, roll it. Das ist eigentlich schon ziemlich dumm, oder? Also es ist schon... Es ist schon, also ganz ehrlich, ich finde das schon ziemlich dumm. Ja, ihr habt's gesehen, das war so ein Clip, wo die P90 ganz, ganz neu rausgekommen ist. Und das finde ich halt auch schon wirklich lächerlich, dass man mit MPs das einfach so schnell unterschießen kann. Mich hat schon ein bisschen abgefuckt, wo die Minigun reingekommen ist. Das war schon eigentlich schon ein richtiger Abfuck-Ding, weil man einfach nichts dagegen machen konnte. Man kann es nicht dagegen bauen. Das ist genau dasselbe. Man ist im Lowground, oder ich bin jetzt im Lowground, Gegner ist über mir, und hat eine P90, vielleicht sogar zwei P90, und kann damit 80 Schuss voll draufballern. Und klar, man kann natürlich durchhalten oder was auch immer. Irgendwann backt er sich dann durch. So, da kommen wir schon wieder zum nächsten. Und zwar wäre das Durchbacken von Wänden. Das ist eigentlich einer der schlimmsten Probleme, die ich momentan finde. Und zwar das Durchbacken von Wänden. Wenn man eine Wand baut, finde ich eigentlich, dass man, egal wie viele Millisekunden da noch dazwischen sind, man sollte sich oder dürfte man nicht da durchbacken. Es ist einfach eine Wand da und die kann man nicht durchqueren. Und bei dieser Wand finde ich halt einfach nur wirklich lächerlich, dass man durchbacken kann. Ich habe schon mehrere Bowfights gehabt, auch auf der Xbox PC. Ich hätte den High Ground gehabt, aber ich kann nicht um ihn rumbauen, weil es ist ja so ein Viereck, ne? Und man kann das halt eben nicht jeden Millimeter setzen, diese Wand. Und wenn der Spieler bei dir drin ist und dich reingebackt hat, kannst du dich eigentlich nur noch hochbauen, was meistens vielleicht aber auch nicht möglich ist, weil die halbe Wand meistens im Boden drin steckt. Und dann baust du dich hoch, er ist doch mit dem Kopf irgendwie kurz darüber, über dieser Decke, und du fällst immer wieder runter und er kann halt auf dich schießen. Das ist halt auch so ein Abfuck. Dann noch ein Abfuck ist halt wirklich echt so diese ewige, wie soll ich sagen, dieses ewige neue Sachen dazu bringen. Also klar, neue Updates, ganz okay. Neue Features im Game, ganz okay. Neue Baumethoden. Gerne, immer her damit. Ich probiere sie gerne aus. Was ich nicht so okay finde, ist immer neue Waffen im Game. Das finde ich absolut nicht nice. Lass es mal bei den Waffen, die mal früher waren, wirklich. Früher gab es eine grüne Pump. Eine weiße Pump. Es gab keine blaue Pump. Früher gab es die lila taktische. Es gab die. Oh, das weiß ich gar nicht mehr so gut. Die weiße gab es auf jeden Fall, die grüne auch, die blaue gab es auch, und da gab es, glaube ich, ne, die grüne. Naja, auf jeden Fall, es gab natürlich einen lila. Gibt's aber heute oder Season 6, 7 ist das nicht mehr. Oder 8 sogar schon. Ich spiele dieses Game seitdem es draußen ist. Und am Anfang dachte ich mir so, ja, so die Season 0, sage ich jetzt mal so. Habe ich nicht so viel gezockt, da war ich glaube ich 35 oder so, dann 35. Und dachte mir halt so, ja, keine Ahnung. Irgendwann kam dann mal der Hype. Und ich habe es auch gezockt. Season 1, da kam die Double Pump heraus. Viele wollten sie rausnehmen, weil sie halt wirklich zu OP ist, sie hat wirklich zu viel Schaden gemacht. Aber ich habe es You know what my favorite thing about the fucking double pump, man, is just how balanced it is. You know what I mean? And how much skill it takes. So jetzt weiß man eigentlich schon viel besser, was man eigentlich in dem Game will. Und was nicht. Klar, es ist immer noch meine Meinung. Ihr könnt natürlich eine andere Meinung haben wie ich. Aber trotzdem finde ich das irgendwie... Ich will es einfach mal sagen, weil es ist einfach meiner Meinung nach nicht... Also einfach lächerlich mit den Pumpgun. Das ist so das meistgestörte
Ja, das stört mich halt am meisten, ne? Früher war es ein Skill. Es war Skill, wenn man mit der Pumpgun so umgehen konnte. Wirklich so Double Pump, so ein Schuss hittet, der zweite Schuss hittet. Man musste wieder beim Controller, musste man immer oben klicken und dann runter springen, runter mit dem Zeigefinger und auf Schießen drücken, dann wieder hoch und dann wieder runter. Und das hat Skill erfordert und es hat auch Aim erfordert, was es heute nicht mehr braucht. Also klar, es braucht immer noch Aim, es ist immer noch eine Pumpgun. Aber wenn jetzt so ein Vollmove kommt mit einer Pumpgun und du gibst einen 6er Hit auf einer Distanz, 2 Meter, sagen wir jetzt mal hier, ich stehe hier und der Gegner steht irgendwie gerade mal hier. Und ich gebe ihm so einen 6er Hit und dann kann der Noob mit was auch immer Glück haben und kann mir einen 120er Headshot geben. Und das ist von der Anfang von der Anfang von der Runde. Und da habe ich noch kein Blue Life. Und da geht's einfach ums 1v1 um das Luck-Prinzip. Und das will ich nicht in Fortnite haben. Weil Luck in so einem Spiel, es kann mir keiner erzählen, auch in Black Ops oder in anderen Spielen, man musste sich immer gegen gute Spieler, musste man sich verbessern, dass man auch irgendwann mal über dem Level ist von den anderen Spielen. Das kann Fortnite nicht machen, also klar, man will, dass die Spieler ein bisschen länger bleiben, aber so macht es auch irgendwie kaputt, die Freude für die Besseren, den Skill, den sie haben, zu zeigen. Das finde ich halt nicht so geil, denn ich habe jetzt auch schon bald mal gut über 600 Wins. Insgesamt jetzt in Fortnite einfach mal so. Ja, ich fand's am Anfang geiler, ne? Lasst es mich wissen, ob ihr welche Season für euch die geilste war, was ihr vermisst, was ihr noch wollt, was ihr vielleicht nicht mehr haben wollt und so andere Sachen. Lasst es mich gerne wissen unten in den Kommentaren. Und ja. Dann sehen wir uns. Peace.